Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 von Let's Play Sims 4 Werwölfe. In der letzten Folge sind Laura und Nox so ein bisschen überraschenderweise zum Paar geworden, weil er einfach bei uns aufgetaucht ist und uns gefragt hat, ob wir in einer Beziehung mit ihm sein wollen, womit ich gar nicht gerechnet hatte. So, von daher, da ist das Let's Play in den letzten 4 Folgen ganz plötzlich einen ganz unerwarteten Weg gegangen. Heute würde ich gerne mit den beiden Süßen so viel Geld verdienen, wie wir es nur irgendwie hinbekommen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass Laura hier mal zur Toilette geht und dann Linur hier mal alles ernten geht überall. Und dann gehen wir heute aufsprudeln, was das Zeug hält. Wir haben noch ein bisschen Eisenhut, das können wir noch aufsprudeln. Und sonst müssen wir mal schauen, was sonst noch viel Geld bringt zum Aufsprudeln, weil zum Beispiel Blaubeeren bringen uns nicht so viel, andere Sachen schon. Außerdem sollten wir dafür sorgen, dass wir genug Kleinteile dabei haben, denn die brauchen wir zum Teppich machen, weil wir wollen hier noch noch Dinge herstellen an dieser Möbelherstellungssache da, und dafür braucht man ja ein bisschen was. Hier, du kannst mal hier nach Kleinteilen wühlen, können wir hier auch nach Kleinteilen wühlen. Nein, okay. Und mit Laura können wir heute versuchen, nochmal ein paar Gelegenheitsjobs zu machen. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich das dauerhaft machen möchte mit Laura. Oh, und sie ist müde. Wisst ihr was? Vielleicht lassen wir Laura dann einfach zu Hause. Und sie kann erstmal ein bisschen schlafen. Das können wir eigentlich auch machen. Ja. Und dann kann Linur vielleicht noch ein paar Fotos machen. Und dann können wir auch die noch recyceln. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, genug, um das so ein bisschen zu machen, ne? Ich meine, wir können Laura natürlich, ist eigentlich egal, welche Fotos wir machen, wir recyceln die ja nur. Wir können Laura einfach ein bisschen schlafen lassen und dann sie nachkommen lassen. Und dann kann sie vielleicht dann von da aus später noch einen Gelegenheitsjob machen oder irgendwie sowas. Okay. So, dann kannst du mal bitte hier genau recyceln. Ach, stimmt, hier die einzelne Rose könnten wir auch mal machen. Ich glaube, die haben wir im Müll gefunden. Und hier die ganzen Fotos. Genau, haben wir sonst noch irgendwas? Tagebuch? Nein, das sind einfach unsere Sachen, die wir behalten wollen. Okay. Das müsste dann noch eigentlich erstmal reichen. Laura, warum bist du traurig? Oh, geteiltes Leid. Ich glaube, weil Linur traurig ist, weil er über den Vollmond wieder Kontrolle verloren hatte. War er bis gerade eben traurig. Ach ja. Okay. Soweit, so gut. Hast du eigentlich alle Kerzen, die du im Inventar hast, auch angeboten? Nee, hier die noch nicht. Die könntest du dann auch noch auf Plopsi anbieten. Okay, gut. Dann fahren wir mal in die Bibliothek und sprudeln da mal Sachen auf und versuchen, ob wir diesmal den Teppich herstellen können. Irgendwie letztes Mal hatte da leider die Maschine nicht so richtig mitgespielt. Von daher hoffen wir mal, dass es heute besser läuft. So. Sind wir hier. Dann als allererstes Zutaten hinzufügen. Wir machen jetzt erstmal den ganzen Eisenhut, den wir dabei haben. Und wenn wir den haben, können wir noch weitere Sachen ausprobieren. Aber das gab, glaube ich, irgendwie 250 Simoleons oder so. Und ich meine, so viel muss man beim Aufsprudeln ja nicht machen. Die meiste Zeit macht das ja von selber. Also, ja. Und er hat seit Ewigkeiten immer noch hier den Wunsch angepinnt, ein Techtelmechtel in einem Busch zu haben. Ach ja. So, ich glaube, genau, man kann immer 5 aufsprudeln. Das heißt, wir können dieses Mal und noch einmal Eisenhut aufsprudeln. Okay. Dann kannst du das hier mal machen. Und dann können wir danach hier mal anfertigen einen schwarzen Teppich. Ich hoffe, diesmal ist diese Maschine ein bisschen freundlicher mit uns.
Vielleicht auch, wenn wir gute Laune haben, dass es das dann so ein bisschen besser macht vielleicht. Hoffe ich, möglicherweise. Weil letztes Mal ging es wirklich so gar nicht. Na? Okay, bis jetzt läuft es okay. Manchmal wird man auch so ganz grausam da reingezogen und dann ist man voller Farbe. Okay. Ja. Bisher läuft es ganz okay. Bisher bin ich noch nicht... Bin ich noch nicht beunruhigt. Okay. Das hat jetzt so häufig nicht geklappt, dass ich jetzt hier mal so ein bisschen aufpassen muss. Hat es funktioniert? Hat es funktioniert? Haben wir jetzt einen Teppich im Inventar? Ich bin mir unsicher. Oder hätten wir dies... Nee, warte, hier haben wir keinen Teppich. Im Familieninventar haben wir die aber nicht, oder? Warte. Lass mich hier gerade mal schauen, ob wir jetzt hier bei Freelance-Ding irgendwas machen können. Genau, das können wir. Okay. Warte, hätten wir erst mit dem chatten müssen. Ups. Okay. Chatten wir erst mit dem. das ist doch das, was du wolltest, oder? Oder? Probieren wir das mal. Was wir auch mal gucken können, wir wollen ja eigentlich auch mit Lou und Linur auch ein bisschen was anfangen. Wobei ich es gar nicht so schlecht finde, jetzt haben wir ja auch so ein bisschen Beziehungsgameplay schon angefangen mit Laura. Wenn wir vielleicht mit Linur aus erstmal so ein bisschen auf seine Karriere fokussieren und danach irgendwann uns noch mehr mit Lou anfreunden. Also dass es jetzt nicht sowas ist, wo halt alles jetzt sofort passieren muss unbedingt. Kümmerst du dich um deine Bedürfnisse? Ich hoffe schon. Sieht so aus, als wärst du traurig. Ich hätte aber gern, dass du schläfst. Okay. Beschleunige das hier mal ein bisschen. Ich hoffe, dass in der Zeit niemand hier an unsere Eisenhut Aufsprudel-Sutsche dran geht, weil die gehört uns. Und die war sehr teuer. Herzustellen. 70 Simoleons. Und wir kriegen hoffentlich viel Geld dafür, wenn wir die wieder verkaufen. Also, ja. So. Es macht mir den Anschein, als müsste hier das Ding fertig sein und hier deine Chatterei auch. Ich pausiere hier mal gerade so ein ganz bisschen, dass hoffentlich das Spiel mitkommt. Okay. Genau, und danach kannst du dem Kunden mal den Teppich schicken. Okay. Okay. Das hat funktioniert, das ist gut. Dann kannst du hier mal entnehmen. Ja, das hat gut geklappt. So viel kriegt man von Teppichen aber nicht. Ich glaube nur so 200 Simoleons oder so. Was jetzt nicht nichts ist, aber ist auch nicht so mega, mega viel. Ups. Okay. Genau. Lasst mich hier gerade mal schauen, wie viel wir davon... Hier haben wir es ja schon. 280 Simoleons. Yes! Können wir hier direkt nochmal befüllen. Zutaten hinzufügen. Können wir noch einmal Eisenhutwasser machen. Und ich glaube, Eisenhut, die Saison ist jetzt bald vorbei, weil hier drüben... Ups, warte. Ich zeige euch das kurz, dann mache ich damit Lino weiter. Hier drüben, wo der ja wächst irgendwo... hier. Das ist eigentlich eine Eisenhutpflanze, die hat sich aber wieder in den Boden zurückgezogen. Deswegen würde ich mal vermuten, die ist jetzt bald nicht mehr...
nicht mehr zu finden oder jetzt schon nicht mehr zu finden, weil es nicht mehr die Saison ist. Okay. Okay. So, dann könntest du mal gucken, ob du noch einen weiteren Auftrag findest. Wie geht's dir denn? Könntest vielleicht, bevor du das nächste anfängst, mal aufs Klo gehen oder so? Und müsstest nachher auch mal was essen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Ja. So, Laura, wie geht's dir denn inzwischen? Ist immer noch ein bisschen müde, aber dir geht's eigentlich besser inzwischen. Dann könntest du mal hierher kommen. Ach, du wirst angerufen. Von wem denn? Von Wolfgang. Ah, der hat mit jemandem sich zusammengetan. Wo wir ja gesagt haben, ja klar, mach das. Und jetzt ist er uns dankbar, weil er eine gute Zeit hatte. Aufsprudeln oder nicht aufsprudeln. Das war Tofu, genau. Keine Geschmackszusätze. Das ist auch Tofu. Hier die Sachen können wir noch nicht machen, weil wir dafür. Ah, warte, was ist das hier? Kerzen könnten wir machen. Bambucha. Getränken von lokalen Herstellern. Das könnten wir machen. Ich glaube, ich möchte tatsächlich mit ihm heute dann einfach mal so Gegenstände herstellen und einfach unsere Fähigkeit ein bisschen erhöhen. Ich glaube, das ist das, was ich machen möchte. Genau, und du kannst mal nach Gelegenheitsjobs suchen, liebe Laura. Das wäre schon mal ein Anfang. Weil das Ding ist halt irgendwie so viele der späteren Sachen, wo wir mehr Geld für bekommen. Hier, das könnte was für uns sein. Möbel schleppen, das sind 24 die Stunde. Hier, das wäre Level 4 der Fitnessfähigkeit. Wie viel haben wir in der Fitnessfähigkeit? Wartet gerade, das muss ich nochmal schauen. Das weiß ich nicht mehr. Das ist Level 4. Oh, das sollten wir machen, die private Tauchstunde. Ich glaube, wir schwimmen ja auch ganz gerne, ne? Ist Lino, der nicht ins Wasser will. So, haben wir nur die Option ist jetzt noch da. Oh, und Laura ist wieder in Wolfsform. Ich hatte sie sich gar nicht verwandeln lassen. Das muss irgendwie über den Vollmond passiert sein. Wo? Komm, gib mir nochmal die gleichen Optionen wie eben. Genau. Private Tauchstunde. Mach das mal. Finde ich gut. Okay. So, Lino, du kannst jetzt mal aufs Klo gehen. Und dann kannst du mal. Ups, dann kannst du mal bitte vielleicht mal die cooleren Sachen herstellen, die du machen kannst. Weil wir können nämlich hier inzwischen schon Sessel machen, ne? Ja. Halt, ich möchte nicht immer nur Teppiche machen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich möchte mal Sessel machen. Mach das mal. Finde ich gut. Finde ich gut. Oh, haben wir die dann im Haushaltsinventar? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, diese Sessel kann man nicht im normalen Inventar haben. Da müssen wir mal gucken. Dann können wir die auch nicht über Plopsi anbieten. Was nicht mega schlimm ist, nur halt ist halt, ne? Ja. Wie hoch ist denn, guck mal, aufsprudeln bist du bald Level 3. Finde ich gut. Und herstellen bist du fast Level 4. Bist du ganz nah an Level 4. Okay. Wann musst du denn los zu deinem Job? Ah, du bist schon auf dem Weg. Okay. Ich muss mal gucken, unser neues Haus, also hier das, wo wir gerne wohnen möchten, da sollten wir, glaube ich, so bald einziehen, wie wir es uns leisten können. Weil wir hier ein Gewächshaus haben, das heißt, wir können mehr Pflanzen ernten. Jetzt gerade, wo wir auf den Winter zugehen, wenn wir hier wohnen. Und wir müssen nur schauen, das kostet ungefähr 23.000 Simoleons.
hier das Haus kostet weniger, wir brauchen ein bisschen mehr Geld, weil wir ja auch gerne hier die Kerzenmaschine und dieses Recycle-Ding mitnehmen wollen. Ne? Und das kostet dann ein bisschen. Okay. Hoffen wir, das klappt jetzt hier auch wieder. Ich meine, zur Not haben wir immer noch hier die aufgesprudelten Sachen, die haben wir ja dann immer. Ich meine, wenn wir uns das irgendwann leisten können. Yes, wir sind Level 4, was können wir jetzt machen? Esstisch, Esszimmer, Stuhl. Und Tuningteile herstellen. Oh, das ist cool. Ich meine, hier das haben wir ja anscheinend immer. Hier die Saftsachen. Also, ist das schon mal gut? Ich verstehe nicht so richtig, was Sprudel ist. Halt, ist das. Also, ich meine, Kombucha ist ja vergorener Tee im Prinzip, ne? Also, es ist ja so probiotisch, wie auch zum Beispiel Sauerkraut probiotisch ist oder Joghurt, ne? Also, wo man dann so Sachen wie Milchsäurebakterien und so hat, ist gut für den Darm. Das ist ja aber halt ein Sprudler wäre für mich sowas wie so ein Sodastream oder so, wo du Kohlensäure reinmachst. Das ist ja nicht das, was das ist, oder? Ich glaube nicht. Mir kommt es irgendwie so vor, als wäre hier diese Maschine nicht nur eine Frage von Skill, sondern auch von Beziehung zu dieser Maschine. Und manchmal hat sie gute Laune, manchmal hat sie schlechte Laune. Halt im Moment läuft es ja ganz gut. Hier gucken wir mal. Es wirkt so ein bisschen wie so ein 3D-Printer, ne? Also halt von der Idee her, nicht, dass 3D-Printer so aussehen oder nicht so aussehen. Ich weiß nicht, wie sowas aussieht. So ein bisschen erinnert es mich. Ach ja, wir haben noch ganz viele andere Sachen, die wir noch aufsprudeln können, wo wir gucken können, was das macht. Ich glaube, Blaubeere bringt nicht so viel, aber wir können Himbeere noch ausprobieren und Knoblauchwasser schmeckt bestimmt. Also, fantastisch. Erbse können wir noch ausprobieren. Zwiebel. Auch faszinierend. So, das kannst du hier mal entnehmen. Sehr schön. Ja. Genau. Direkt verkaufen. Weil die werden auch schlecht mit der Zeit. Ja, warte, nicht die Farbe. Hier das. Yes. Okay. Können wir eigentlich von hier hinten direkt Essen in unser Inventar packen? Haben wir so schnell was zu essen? Oder müssen wir da hinlaufen? Nee, wir müssen hier hinlaufen. Okay. Dann krall dir mal bitte hier schnell einen Teller. Oder warte, halt. Befüll erst hier die Maschine wieder. Kann die schon mal laufen? Und dann können wir mal was essen. Ja. Das ist der Plan. Ich mag das hier, weil das irgendwie läuft, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Was probieren wir als nächstes? Machen wir mal Zwiebelwasser. Lecker, lecker, lecker. Wir müssen uns mal merken, jetzt was viel Geld bringt. Halt Eisenhut haben wir schon gemerkt. Vielleicht sollten wir noch andere Blumen probieren. Wobei ich mir. Halt Eisenhut ist doch ziemlich giftig, oder? Würde man daran nicht irgendwie heftig sterben? Kann man hiervon irgendwas ernten? Ich glaube nicht. Ich kann es aber weiterentwickeln. Kannst hiervon mal einen Teller nehmen dann? Ich nehme an, Zwiebelwasser wäre sogar ziemlich gesund, weil Zwiebeln so hoch in Vitamin C sind. Ich weiß auch irgendwie, es gab früher so ein Hausmittel, wenn Leute krank waren. Da erzählt meine Mama immer von, dass sie das früher trinken musste und dass das ganz widerlich war, wo man irgendwie Zwiebeln und Kandis zusammen aufkocht, weil halt einfach, halt in Zwiebeln ist ja nun mal sehr viel Vitamin C und es ist, glaube ich, auch entzündungshemmend. Also wenn Leute Mittelohrentzündung haben, ich weiß, mein Bruder, als er es klein hat, bei dem war das immer. Als er klein war, hatte der häufiger Mittelohrentzündung. Dann kriegen die auch so Zwiebelsäckchen manchmal Kinder auf die Ohren, weil das helfen kann. Ich weiß nicht, wofür der kann. Das ist ja im Prinzip nur Zucker. Ne? Ob das irgendwie kreislaufstabilisierend sein soll oder so, keine Ahnung. Vielleicht wäre irgendwie das Zwiebelwasser jetzt nicht unbedingt irgendwas, was man halt trinkt, weil man es gerne mag, aber eher so, halt wenn man krank ist oder so, vielleicht. Wir könnten Knoblauchwasser herstellen, das könnte man in so Sprühflaschen reinmachen, das wäre dann so Vampir-Abwehrspray. Wisst ihr, wie ich meine?
Stell mal vor, nächstes Mal kommt da Vladislaus und dann stehen wir da mit so einer Sprühflasche, wie so bei einem weil irgendwie, ich meine, ich wollte gerade sagen, wie bei einer Katze, aber eine Katze würde man auch nicht ansprühen, das wäre gemein. Aber halt so, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, geh weg! Ist ja schon irgendwie süß. Okay, was brauchst du sonst noch? Bist langsam ein bisschen müde. Ja, hast ja heute auch schon viel gemacht. Viel hat er heute schon gemacht. Danach könntest du mal vielleicht hier nochmal auf Toilette gehen, wenn du magst. Oder sind da hinten Leute, mit denen wir uns noch unterhalten können? Ja, das könnten wir auch machen. Dann könnten wir mal Tag verschönern. Und vielleicht lustige Sachen machen. Vielleicht könnten wir mit dem Ball kicken. Das wäre vielleicht ganz cool, oder? Guck mal, mit Laura haben wir auch so viel Geld verdient. Toll. Und Laura ist auch schon wieder zu Hause. Wartet mal. Wie weit ist denn hier daheim? Was heißt daheim? In der Bibliothek? Unsere Aufsprudelmaschine. Hallo, wo bin ich? Ach, hier. Okay. Okay, es ist fast fertig. Das heißt, wir können eigentlich schon mal hierhin zurückkommen, weil die gleich durch ist und dann können wir es schon mal abnehmen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mit Lino auch nach Hause und dann kann er da mal irgendwie mal duschen, mal Spaß haben, mal schlafen gehen. Und dann können wir mal gucken, wie viel wir für den Stuhl noch bekommen, den wir verkaufen können. Oder haben wir den im... Ich glaube nicht, dass wir den im Inventar haben, oder? Ich gehe mal gucken. Ich glaube nicht. Ich denke nicht, nein. Okay. Und wir müssen hier noch nach Müll suchen. Das habe ich ganz vergessen. Können wir hier nach Müll suchen? Ja, wir können auch nach Einrichtungen wühlen. Weil das sind dann wieder Sachen, die wir entweder verkaufen oder verschrotten können. Das ist dann ganz praktisch. Ja. Vielleicht wäre ein Fahrrad eine Idee. Die Strecken sind ja schon ein bisschen weit, je nachdem. Müssen wir mal gucken. Ach ja. Ja. Ich meine, wir könnten auch hier die ganzen Sachen so verkaufen, aber ich meine, wenn wir die aufsprudeln, bekämen wir mehr. Kämen wir mehr davon. Also zum Beispiel eben von vier Eisenhut-Dingern oder fünf Eisenhut-Dingern haben wir 210 Simoleons Profit gemacht, weil es 70 Simoleons kostet, überhaupt was aufzusprudeln. Also ja, und wir lernen Fähigkeiten dabei noch, die wir sonst nicht lernen würden. Also das ist auch ein Plus. Lasst mich hier gerade mal gucken, nur was wir anfertigen können nochmal. Jetzt können wir einen Esstisch anfertigen, meinte ihr das Ding, ne? Esszimmer, Stuhl und ein Esstisch. Ja. Und eine Kommode. Aber wir brauchen mehr Ressourcen. Ja, das ist okay. Okay. Kannst du dann hier mal das entnehmen? Zwiebeln haben wir noch jede Menge. Also es wäre gut, wenn wir dafür viel bekämen, aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Ist ein wütendes Kind oder so. Verdächtiger Sprudel, okay. Ich glaube, es gibt halt Sachen, die Kombucha machen und ja, guck mal, das sind 60 Simoleons. Ich glaube, da haben wir sogar Verlust gemacht. Und Zwiebeln gehören nicht dazu. Das heißt aber, wir können die anderen Zwiebeln einfach verkaufen. Weil das bringt uns sonst nichts. Genau, ich will mal hier nach Einrichtung, bitte. Wie die auch halt immer so mit dem ganzen Kopf und Gesicht dann da drin hängen, bis halt zur Hüfte und nicht einfach nur halt so drin rumwühlen. Okay. Und du stinkst. Okay, wir fahren mal gerade heim und gucken, wie viel wir für den Stuhl bekommen, den wir da hergestellt haben. So, okay. Du hast ziemlich viele negative Moodlets, weil müde, Mülltaucher, schmutzig. Ja, ist alles nicht so nice. Okay. Wir gucken jetzt nach dem Stuhl. Genau. Und wir haben unendlich viel Basilikum, was wir auch noch alles verkaufen können. Okay, 250, nicht schlecht. Wir haben noch mal einiges durch Basilikum hier. Guck mal. Ich weiß nicht, woher wir das haben.
Guck mal, wie viel kostet denn hier das Haus? 17. Das heißt, wir sind fast, warte, wie viel würden wir hierfür bekommen? 100. Wir sind eigentlich fast so weit, dass wir umziehen können. Ich würde sagen, noch so ein Tag wie heute. Und wir können umziehen. Oder haben wir noch viele Sachen, die wir noch verkaufen können, auch im Inventar? Knochenfisch lassen wir mal. Blaubeeren kriegt man auch nicht so viel von, wenn man die aufsprudelt. Wir haben jetzt genug, dass wir umziehen können, wenn wir hier das jeweils nicht mitnehmen. Wie viel kosten die denn? Okay, hier das kostet wirklich schon mal einiges und hier das auch. Das heißt, wir brauchen noch ungefähr 1000 Simoleons mehr, als wir jetzt haben. Aber ich denke, das könnten wir in der nächsten Folge schaffen, oder? 1000 Simoleons könnten wir in einer Folge schaffen. Müssen wir halt schauen. Müssen wir schauen. Könnte aber funktionieren. Könnte funktionieren. Haha. Okay, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!